wieder dabei seid. Heute habe ich ein Aufgebraucht-Video für euch. Ich habe einfach in meine Schublade gegriffen und mir die erste Tüte rausgefischt. Da muss ich sagen, es sind eigentlich recht gute Random-Sachen mit dabei. Ich hatte schon die Befürchtung, dass da nur Pflege drin ist oder so, denn ich wollte doch schon ein bisschen Abwechslung für euch drin haben. Aber da sind auch ein paar kosmetische Produkte mit bei und ich habe sie jetzt alle hier vor mir aufgestellt und versuche sie mal ganz schnell durchzurattern, weil wie gesagt, ich kann meine Videos nicht so lange mehr halten wie früher. Womit fange ich denn am besten an? Ich fange mal am besten mit meinem Shampoo an, den ich erst vor ein paar Tagen alle gemacht habe. Und zwar von Ghoul das Tiefenaufbau-Shampoo mit Monoi-Öl. Ich muss sagen, das riecht einfach nur göttlich. Ich liebe diesen Duft. Also es hat echt Spaß gemacht, meine Haare damit zu waschen unter der Dusche. Allerdings bin ich von der Wirkung nicht so überzeugt. Ich fand jetzt nicht wirklich, dass es irgendwas für meine Haare eigentlich gemacht hat, dass es sie repariert hat oder nicht. War ich nicht von überzeugt. Auch nicht von der Wirkung unter der Dusche. Klar, sauber hat es meine Haare gemacht, ne? Es ist auch ein Shampoo. Aber ich muss sagen, ich war von der Spülung einen Ticken mehr begeistert. Die ist allerdings noch nicht alle. Die ist noch in meinem Bart. Müsst ihr für euch selbst mal entscheiden, ob ihr das mal ausprobieren möchtet. Vielleicht bei nicht so zerstörten, kaputten Haar hilft das ein bisschen mehr. Dann habe ich eine Bodylotion von The Body Shop und zwar das Sheer Whip. Das riecht einfach nur genial, sage ich euch. Es hat was total maskulin herbes an sich. Aber das ist genau das, was mir total gefallen hat. Apropos maskulin herb, also falls die Jungs hier noch gerade zuschauen, kann ich das euch sehr empfehlen. Es hat nichts Feminines an sich oder so und es schadet euch mal auch nicht, euren Körper einzuschmieren. Ja, da waren 250 Milliliter drin. Es hat eigentlich gut ein halbes Jahr, glaube ich, gehalten. Ich fand das Pumpflakon sehr praktisch und ja, das steht für trockene bis sehr trockene Haut. Ich habe sehr trockene Haut an den Beinen, da hat es mir wirklich geholfen und ich denke mal, wenn ihr am Rest des Körpers auch sehr trockene Haut habt, kommt ihr damit gut klar. Zu empfehlen. Dann habe ich meinen allerliebsten Nagellackentferner für euch. Das ist von Maybelline Jade und zwar der das Express Nails, das ist acetonfrei, also für alle, die Gelverstärkung haben oder Gelnägel haben. Ich habe zum Beispiel Naturgelverstärkung und das ist sehr wichtig, dass ihr acetonfrei benutzt, weil ihr sonst euer Gel zerstört. Aber ich muss sagen, dieser Nagellackentferner ist echt Bombe, weil ich habe schon so viele durch und das ist wirklich der Nagellackentferner, zu dem ich immer wieder greife, wenn ich einfach nicht mehr klarkomme mit den anderen, wenn ich meinen Lack nicht mehr abkriege, vor allem Glitterlack kriegt man damit ganz gut ab, kann ich nur empfehlen, kostet auch nicht viel. Dann habe ich eine Handcreme für euch und zwar von Soap & Glory, das Handfood und ihr wisst ja, ich liebe den Duft von, oh Gott, okay, das hat jetzt eben gestunken. Das liegt aber auch daran, dass das schon fast uralt ist und da wahrscheinlich schon total verdorben. Ja, auf jeden Fall riecht das sonst normalerweise sehr gut. Es riecht so ein bisschen wie Miss Dior von Dior und pflegt super, ist total angenehm auf der Haut, backt nicht oder so. Also wirklich sehr zu empfehlen. Das war jetzt so eine Probiergröße, sonst ist die Verpackung etwas größer, was ich eigentlich doof finde, weil das kann man so schlecht in der Tasche mit sich schleppen. Auf jeden Fall empfehlenswert, dieses Produkt. Tut mir leid, dass ich das so runterratte, aber es muss einfach sein, weil sonst kann ich meine Videos nicht hochladen, wenn die zu lang werden. Und ich will ja euch alle Produkte zeigen, die in meiner Tüte drin waren. Ja, dann habe ich hier gleich 4 Deos stehen. Ich gehe die mal eben durch. Als erstes habe ich von Fa das Luxurious Moments Deo und das riecht einfach nur toll. Also es ist wirklich super. Dieser Duft ist einfach toll. Ihr braucht auch nicht mehr Parfüm zu benutzen oder so, weil das ein bisschen einen Hauch was von Miss Dior Cherie von Dior hat, genau wie die Handcreme von Soap & Glory. Und es ist toll. Davon habe ich das Duschgel und die Handseife und ich liebe es einfach. Ich vergöttere es und ich verstehe nicht, warum davon jetzt keine Bodylotion auf dem Markt ist. Das wäre so toll gewesen, wenn davon eine Bodylotion noch wäre. Und der Duft ist echt toll, wirklich. Und seine Sache tut es eigentlich auch ganz gut als Deo, finde ich. Als nächstes habe ich dann eigentlich 2 Duschdas-Deos von derselben Duftrichtung, nämlich das Golden Cashmere. Einmal als Spray und einmal als Roll-On. Ich muss sagen, ich mag das Roll-On irgendwie nicht, auch wenn es 0% Alkohol ist. Aber
Es schmiert irgendwie. Es ist so backig unterm Arm. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es nur bei mir so. Aber ich mag das Gefühl unterm Arm einfach nicht. Vor allem, wenn ihr anfängt, etwas zu schwitzen oder so, ist hinterher ein total backiges Gefühl unter den Achseln. Und ich mag dieses Gefühl überhaupt nicht. Aber der Duft ist ganz toll. Deswegen habe ich dann auch zu dem Spray gegriffen. Dann habe ich halt diesen tollen Kaschmirduft, aber halt nicht dieses komische, backige Gefühl unter meinen Achseln. Und mein letztes Deo für euch ist von Rexona, das Maximum Protection. Ich weiß, viele benutzen das nicht wegen diesem ganzen Aluminiumszeug, was da drin sein sollte oder so. Ich selber denke mir einfach, mein Gott, irgendwie ist mittlerweile alles schädlich. Was wir essen, was wir einatmen, was wir tun und so weiter. Deswegen benutze ich es einfach, weil ich davon überzeugt bin, es hilft mir nicht mehr so viel zu schwitzen unter den Achseln und es hält wirklich gut, muss ich sagen. Also ich mache das direkt, wenn ich von der Dusche rauskomme, unter meinen Achseln und dann bis zum nächsten Tag, sogar eigentlich sogar 2 Tage danach, wenn ich nicht duschen gehen sollte oder so, bin ich geschützt. Geschützt. Es ist ein bisschen teurer als andere Deos, aber das hält schon ein bisschen länger, dadurch, dass man nicht sehr viel davon gebraucht. Ja. Dann habe ich hier eine Haarkur von Glisskur und zwar das Satin Relax Express Repair Spülung Kur Spray, was auch immer. Ich fand's doof. Ganz ehrlich, ich fand's einfach nur doof, weil es hat nichts gemacht. Ich habe keinen Glanz in meinen Haaren gespürt. Ich habe dadurch keine Kämmbarkeit gespürt. Da steht nämlich sofort leichte Kämmbarkeit und Anti-Frizz. Nein, sorry, das war ein totales Flop. Also das würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Allerdings finde ich das in der schwarzen Verpackung mit den Ölen und so ganz gut. Und ich habe mir auch gerade, glaube ich, was anderes noch geholt. Ich glaube, die goldene Verpackung, die finde ich auch ganz gut. Aber das hier, kommt bei mir nicht nochmal in die Tüte. Ja, dann habe ich mein allerliebstes Puder für euch, was ich schon in meinem letzten Video in meinen Top 5 unter 5 Euro euch vorgestellt habe. Und zwar das Stay Matte Puder von Rimmel. Und das ist gerade hier voll überbelichtet alles. Das ist einfach nur genial. Ich kann es euch nur echt ans Herz legen, euch mal dieses Puder online zu bestellen auf asus.de und es auszuprobieren. Ich war früher immer von meinem Chanel-Puder total begeistert, aber mittlerweile sehe ich es überhaupt nicht mehr ein, so viel Geld für mein Puder auszugeben, wenn das hier schon seine Sachen so gut tut. Es mattiert den ganzen Tag. Klar, wenn ihr extrem ölige Haut habt, würde ich euch empfehlen, es nochmal im Laufe des Tages nachzupudern. Aber bei mir hält es den ganzen Tag. Es ist nicht cakey, man hat nicht diesen Pudereffekt im Gesicht. Es ist einfach toll. Ich liebe es. Ja, dann habe ich ein Parfum alle gemacht, was ich total vergöttere. Und zwar von Katy Perry, das Pure. Ich liebe es. Es riecht einfach nur... Für mich ist es das wirklich das verführerischste und weiblichste Duft überhaupt irgendwie, weil es ist einfach genial. Oh, es riecht so angenehm, warm und ich kenne niemanden, der diesen Duft einfach nicht mag. Und jetzt mal ernsthaft, ne, süß Flakon, oder? Total süß. Das schmeiße ich auch nicht weg, das behalte ich. Ich habe es schon auch in 50 Milliliter nachgekauft und ich werde es mir auch immer wieder nachkaufen, denn ich liebe diesen Duft. Ich habe meine Mutter sogar damit angesteckt. Das riecht einfach nur toll. Und immer wenn ich es drauf habe, werde ich angesprochen, was ich doch für ein tolles Parfüm, was für einen tollen Duft ich drauf habe. Ich kann es euch nur empfehlen. Leider hat das, glaube ich, Douglas aus dem Sortiment genommen, was die Läden angeht. Ich glaube, online kriegt man das noch. Auf Amazon total günstig. Guckt mal da vorbei. Ja, was habe ich denn noch hier? Irgendwas vergessen? Ich habe hier noch eine Haarkur. Die habe ich auch erst vor kurzem alle gemacht. Von Herbal Essences. Und zwar das Spitzenstar Anti-Spliss Anti... Ach so, das ist eine Maske. Hups. Eine Maske für euch. Und ja, sagen wir so, ich habe nicht wirklich einen Effekt an meinen Haaren gesehen. Ich habe leider immer noch Spliss. Und ich weigere mich immer noch, sie abzuschneiden. Weil ich gerade mal ein bisschen gewachsen sind. Möchte sie einfach nie nochmal abschneiden. Und ja, von der Wirksamkeit, also ich habe schön seidenglattes Haar gekriegt dadurch. Dadurch haben meine Haare extrem schön geglänzt. Gegen meinen Spliss habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt, ob es da was gemacht hat. Und ich sage euch nur eins. Oh mein Gott, also wirklich, oh mein Gott, das riecht so, das riecht einfach nur Hammer. Das riecht so tropisch, einfach so genial, wie Urlaub. Und das Geilste ist, es hält bis zu 2 Tage in den Haaren und dann lauft ihr nur so wie ich den ganzen Tag durch die Gegend und schnuppert an euren Haaren rum. Ja, an sich eigentlich eine ganz gute Maske. Kann man hin und wieder zwischendurch mal benutzen. Kosten die auch nicht so viel. Ja, dann habe ich zu guter Letzt noch 2 Produkte für euch.
zwei kosmetische Produkte. Und zwar einmal ein Produkt von Garnier, was es leider so im Sortiment nicht mehr gibt. Das wurde irgendwie ersetzt und das ich total bescheuert finde, weil das war einfach nur genial. Es haben ja viele YouTuber hier benutzt. Und zwar ist das Roll On. Und es war einfach toll, weil es hat mein Concealer ersetzt gehabt. Ich habe mir nie wieder Concealer gekauft oder so. Ich habe mir immer das unter die Augen geschmiert. Es hat aufgehellt, also es hatte einen Highlight-Effekt. Es hat einen Concealer-Effekt gehabt. Und da gleichzeitig durch diese kühlende Kugel hat es dazu geführt, dass dann halt, falls ihr noch ein bisschen Augenschwellungen hatte, dass es da auch ein bisschen gegengewirkt hat. Aber die haben es ja aus dem Sortiment genommen und das gegen irgendeine BB, keine Ahnung, Augen-Roll-On oder irgendwie Ding ersetzt. Und das habe ich mir noch nicht gekauft und ich weiß auch nicht, ob ich das kaufe, weil das ist eine Einheitsfarbe und das war jetzt das für hellere Haut. Deswegen weiß ich nicht. Schade eigentlich, dass ihr das rausgenommen habt. Für alle, die es trotzdem probieren wollen, gibt es das auf Amazon auf jeden Fall noch zu kaufen. Vielleicht hole ich es mir auch noch. Und zu guter Letzt habe ich noch von Benefit die The Real Mascara. Mascara, alles klar. und zwar in Mini-Format. Die hatte ich mal geschenkt bekommen. Und ja, ich kann mich nur all den anderen Menschen auf YouTube und auf der Welt anschließen. Das ist einfach eine geniale Mascara. Die ist einfach toll. Die hat eine total interessante Bürste. Das ist so eine Gummibürste und vorne hat sie so kleine Noppen oder irgendwie, wie man das auch nennt. Man kommt dann sehr, sehr, sehr gut damit unter dem Wimpernkranz, also auf die unteren Wimpern ran oder hier im Innenwinkel. Die Wimpern, die sind ja sehr fein, da kommt man sehr gut mit dran und das verleiht natürlich einen mega bombastischen Volumen. Also ich habe damit immer solche Fächer Wimpern, aber ich benutze zu gerne einfach künstliche Wimpern, deswegen kaufe ich sie mir einfach nicht. Sonst müsste ich auf meine künstlichen Wimpern verzichten und das kann ich ja nicht. Also, aber für all die, die sonst gerne Mascara benutzen und mein Bein schläft gerade ein, ich sitze da drauf. Oh mein Gott. Für all die anderen, die keine falschen Wimpern benutzen wollen, aber trotzdem diesen Effekt haben wollen, kann ich diese Mascara nur ans Herz legen. Klar, die kostet 25 Euro oder so, aber die ist es wert. Wenn ihr so viel Geld überhaupt, ist es wert. Wirklich wert. Also, die macht wirklich tolle Wimpern. Und noch besser ist sie, wenn sie etwas angetrocknet ist. So. Ja, ich bin fertig. Halleluja. Das waren aber auch so einige Produkte jetzt, ne? So, ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem Video und ihr freut euch, wenn ich demnächst wieder ein neues Aufgebraucht-Video mache. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bye!